hat die Castle. Alex ist gerade aufgewacht, sie ist noch ein bisschen angeschlagen, aber sonst unverletzt. Wie geht's mit dem Fallforn? Hast du etwas herausgefunden? Habe ich tatsächlich. Ich habe eine herausgerissene Titelseite von Petermans Roman aus deinem Büro gefunden. Ich habe das Gefühl, der Killer will Peterman als Täter hinstellen. Da weiß er wahrscheinlich noch nicht, dass wir Petermans Körper gefunden haben. Falls das wirklich so ist, dann sind wir unserem Killer endlich einen Schritt voraus. Wir sollten überlegen, wie das unsere Vorgehensweise ändern könnte. Ich komme treffe dich gleich im Krankenhaus. Alex, da ist die Grandma. Die Verrückte. Die verrückte alte Hexe. Entschuldigung. Aber irgendwie das gleiche Zimmer, oder? Ich glaube, das ist sogar der gleiche Sender. Kate, bitte sag uns, dass du den Fall gelöst hast und wir alle nach Hause gehen können. Richard, ist das von den Details besessen, von der Minute an, in der sie aufgewacht ist? Ich befürchte, ich habe den Fall noch nicht gelöst, aber wir sind dicht dran. Im Moment ist es wohl am besten, dass du und Martha hier bleibst, wo es sicher ist. Bevor wir gehen, erinnerst du dich an irgendetwas von dem Angriff? Nein, tut mir leid. Mein Dad hat mich schon Millionen Malen danach gefragt, aber ich kann mich einfach nicht erinnern. Unsere kleine Alex hat sich die Glocken läuten hören. Warte, Glocken läuten? Das ist es. Ich hab's. Wir müssen zur Kirche zurück. Kessel, was ist los? Was hast du denn gerade herausgefunden? Keine Zeit für Erklärung. Wir müssen schnell zur Kirche. Ich habe eine Theorie, aber ich muss sie erst testen. Alex, ist es okay, wenn ich gehe? Ja, Dad, mir geht es schon wieder besser. Geh und finde diesen Wahnsinnigen und lass ihn bezahlen. Ihr wisst, ihr wird nichts passieren, Liebling. Ich passe auf sie auf. Ja, sobald ein gut aussehender Arzt kommt, ist er weg. Ich habe Ryan und Esposito angewiesen, uns dort zu treffen. Das ging aber schnell. Kirche, wir sind so schnell wie möglich hierher gekommen. Was ist los? Kessel hat eine Theorie, wer unser Killer sein könnte und denkt, dass es was mit der Kirche zu tun hat. Nun, wer ist es? Spucke schon aus, Mann. Alles wird zur richtigen Zeit aufgedeckt, mein lieber Watson. Okay, gucken wir erstmal hier. Wir müssten ja eigentlich noch hier ein bisschen was eigentlich machen. Wir haben ja noch gar nicht so weit alles fertig. Ach Quatsch, nicht da, sondern zurück einfach nur gehen. Und zwar hier erstmal die Taste. Dann haben wir den. Dann gehen wir hier rein und durchwühlen natürlich hier wieder alles. Taschentuch. Ein Engel. Warte, das ist doch alles Engel hier. Ach, die meinen den. Ein Krug. Klar. Walkie-talkie. Da. Mörsel und Stößel. Uhr. Eine Uhr. Ich sehe keine Uhr. Ach, da. Oh, direkt vor der Birne, ey. Glühbirne. Da. Eine Lampe. Eine sehr alte Lampe aber. Schreibfeder. Ganz offensichtlich da. Drahtschneider. Hier. Und ein Gürtel. Der hing da. Tada, wir haben wieder alles. Ein Drahtschneider, okay. So, dann mal nach oben. Oh, das ist unheimlich. Mit dem ersetzten Zahnrad kann die Glocke jetzt wieder schwingen. Wir müssen... Was? Ja, nur wie kriegen wir die wieder heile? Wir haben ja nicht so ein Zeug hier rumliegen, oder? Ich sehe zumindest nichts. Gehen wir mal unten rein. Vielleicht können wir ja da jetzt ran. Ich werde wahnsinnig. Was kann ich denn hier machen? Ach, gar nichts. Okay.
Oh Mann. Genau, nehmen wir einfach mal irgendein Kabel raus. Ist ja egal, wem das Boot gehört. Einfach mal bedienen, würde ich mal sagen. So, dann Petermans Haus. Oh, die Garage will wieder. Okay, was brauchen wir? Becher, Mörser und Stößel. Hatten wir nicht Mörser und Stößel eben schon? Ich könnte schwören, dass wir das eben schon hatten. Mörser und Stößel, Mörser und Stößel, Mörser und Stößel. Da. Flipflops. Ein Elefant. Das müsste bestimmt so eine Statue oder sowas sein. Da oben. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. Ein Stern. Okay, ich höre lieber wieder auf. Boxhandschuhe. Uhr. Schlittschuhe. Becher. Schuh? Ein einzelner Schuh? Wollen wir denn hier Schuhe? Oh, kommt schon. Schuhe! Schuhe, ich suche euch. Da. Stern, Bügeleisen. Bestimmt so ein altes Bügeleisen hier. Uhr. Und ein Stern. Oh Gott. Nee, damit ist der Stern nicht gemeint. Ich sehe ihn leider nicht. Ach, lol. Propangasbehälter. Oh, mutig. Zack. 2 von 3 Kabel, alles klar. Auf zur Kirche. Schneiden wir einfach mal ein Loch rein. Ist egal. Passt schon. So, dann gehen wir wieder zurück. Und versuchen das hier mal zu reparieren. Okay, das ist die 2, das ist die 8. Okay, das ist die 6, das ist die 3, okay. Dann, nein, das ist die 5. Das ist die 7. Das ist die 4. Okay. Nein! Oh, das... Verdammt, verklickt. Nein! Was tue ich denn da? Nein! Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Nein! Geklickt, nein! Ich verklick mich jetzt jedes Mal, obwohl ich die Reihenfolge jetzt schon kenne. Ey, ihr werdet's nicht glauben. Ich verklick mich gleich 100%. Ja! Leute, das ist doch unglaublich. Nein, schon wieder. Oh. Jetzt, wo der Kirchenglockentimer wieder funktioniert, können wir meine Theorie in Aktion sehen. Lasst uns auf den Glockenturm steigen. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Wir sind da.
Sie wäre gar nicht runtergefallen. Tada! Die Kirchenglocken schwingen zuerst in Richtung Stuhl. Kesslin war nie in Gefahr. Sie wäre nicht in den Tod gestürzt. Das bedeutet nun, der Killer lässt Saunders absichtlich leben? Genau, denn Kesslin Saunders ist der Killer. Hey, warte, Kessel. Ich denke, du musst das mal genauer erklären. Denk mal nach. Sie wusste, dass Peterman für alle Morde belangt werden könnte, eingeschlossen ihres eigenen. Und wenn sie eines der Opfer war, dann kann sie ja unmöglich der Täter sein. Aber warum war sie hinter dir her? Wie kommst du bei der ganzen Sache ins Spiel? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, wie wir das herausfinden. Lasst uns dem Haus von Frau Saunders nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Aber gerne doch, Kapitel 5. Herrlich. Es scheint keiner zu Hause zu sein. Da leuchtet aber alles aber gut. Wahrscheinlich ist sie gerade unterwegs, um den Mord an ihrem nächsten Opfer zu inszenieren. Kessel, du solltest ihr nächstes Opfer sein. Oh ja, richtig. Ich schätze mal, da müssen wir ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Voll miserabel. So. Oh, ja. Okay, auf ins Gewächshaus. Oh, Textmarker, Kekse, Bananen. Oh, hier ist alles möglich. Und Knochen sogar. Oh mein Gott. Was vergräbt die denn alles hier? Das ist ja furchtbar. Okay, Teppichmesser brauchen wir Schnecken. Wo haben wir denn Schnecken? Schnecken, 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 Schnecken. Da ist so ein Frosch, da ist was angefuttertes. Bleh. Okay, Schnecke ist dort. Bananen. Das müsste ja auch was ziemlich auffälliges Gelbes sein. Denkt man. wo sind hier Bananen? Textmarker gefunden. Eine Hupe. Eine Kamera. Eidechse. Eidechse haben wir doch da. Den Kerzenständer. Kleine Gartengabel. Okay. Dann jetzt. Da sind die Bananen. Die haben perfekt versteckt. Eine Hupe. Kamera. Wo haben wir eine Kamera? Da. Kekse. Kekse, 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 Kekse. Wo würde ich die Kekse vermuten? Hinter irgendwas versteckt oder so. Oder unter irgendetwas. Das hätte ich eher geschworen. Ach! Keksdose, alles klar. Heckenschere gekriegt. Drehknopf. Lose Erde. Handschuhe. Das könnte die giftige Pflanze sein, die Samus bei ihrem Opfer verwendet hat. Dann sollten wir sie nicht mit bloßen Händen berühren. Oh, ja. Richtig, da war was. Okay, das war da jetzt. Hier tropft es runter. Beil. Oh, ich will da nicht runter. Oh. James Burns, Sammy Polk. Sammy Meyer. Okay. Das ist ein Bibliotheksausweis der Bibliothek, in der Myers entführt wurde. Und schau mal, er hat sich mehrmals ausgetragen. Myers hat wahrscheinlich für sein Buch recherchiert. Wenn Saunders seine Trips in die Bücherei überprüft hat, wusste sie, dass er da alleine sein würde und ihr wollt und ihr somit hilflos ausgeliefert wäre. Mhm. Oh, ein Schlüssel. Schmutzige Stiefel. Der Matsch an diesen Stiefeln passt ganz und gar nicht zu dem, was wir beim Haus gesehen haben.
Du hast recht, die Farbe und die Konsistenz sind anders. Wir sollten zum Labor fahren und einige Tests durchführen. Gute Idee. Wenn wir feststellen können, wo die Erde her ist, finden wir auch heraus, wo sich unser Killer versteckt. Geldwäsche! So macht man heutzutage Geldwäsche. Oh Mann. Okay, hier fehlt ein Rohr. Martin Peters. Adresse. Ob die echt ist? Wollen wir mal ausprobieren? Nein, Quatsch. Peters war Praktikant bei MBH, der gleichen Firma, bei der auch Sanders arbeitete. Da müssen sie sich kennengelernt haben. Sieht so aus, als ob sie seine Bewerbung gefunden hat und ihn damit ausfindig gemacht hat. Stalkerin! Ja, sehr gut. Wir können aber hier irgendwas noch tun.